Und dann mal schauen, was passiert, wenn man nicht nur einseitig auslegt, sondern wenn man das Ganze wenn komplett. Das erste große Problem sind die 16 Teile, die immer gleichzeitig da sind. Das ist ungefähr so, dass wenn du wirklich einmal bewusst im Jetzt bleibst, dass du immer mit Kollektionen denkst, das ist dieses Chat-Denken. Interessanterweise ist er, schreibt sich das, was ich jetzt Chat ausspreche, Chit. Das ist im Hebräischen ja das Lebendige, das Leben selber. Lebend sind immer die auseinandergeschmissenen Polaritäten. Und es ist sehr, sehr wichtig für den Heilungsprozess, dass man einfach lernt, einverstanden zu sein. Es ist kein Akt des Intellekts, wobei das dann, wie soll ich das ausdrücken, ein Gefühl gibt, wenn du anfängst, die Vatersprache zu verstehen, die Symbolik zu verstehen, in was für eine unendliche Harmonie du eingebettet bist. Und es ist wirklich ganz, ganz leicht zu lernen. Und ich rede jetzt einfach einmal ins Blaue, in die Welt hinein, dass ich sage, dieses Chat, dieses Chit ist immer eine Kollektion. Das ist das Leben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich denke, ich gehe in die Küche, dann denke ich nur an das Wort Küche. Das habe ich so oft gesagt. Wir reden von dem, was 100% sicher ist. Und gerade diese einfachen Sätze, die ich gebetsmühlenhaft wiederhole und immer wieder wiederhole, jegliche Form von Leid, die du Geist erlebst, und erleben du den Traum nur der Geist, der träumt. Schon wenn du diesen einen Satz wirklich jeden Moment verstanden hast, wenn dir das bewusst ist, wirst du aufhören, mit irgendjemandem oder irgendetwas zu sympathisieren. Dazu musst du aber zuerst akzeptieren, dass jeder Mensch, der in dir auftaucht, achte mal genau, ich rede ein ganz normales deutsches Wort, man sagt, er ist in mir aufgetaucht. Als was? Als ein Gedanke oder als eine sinnlich wahrgenommene Person? Und das führt uns zu dem Wort Person. Und da springe ich jetzt ganz kurz einmal, es ist immer, wenn ich sage, in unserem Chat, es gibt auch andere Chats, das ist ja auch der Begriff hier für irgendeine Gruppe, wobei ich jetzt nicht von besser oder schlechter reden tue, sondern es wird hier in einer gewissen Form geistreiche Gespräche geführt, die letztendlich hier dich führen, wieder dich als ausgedachten Menschen wieder zurückführen in das, was du selbst bist. Nämlich der Geist, der sich genauso sich selbst blau gelesen, genauso ausdenkt, wie er alle anderen sich ausdenken. Du bist ein Schöpfer. Schon der Vorgang des normalen Denken. Und ich betone immer die Worte DN, die geöffnete Existenz heißt Urdein. Und wir wissen jetzt, der einfache Weg war das hier. Ich sage, jetzt musst du wissen, dass es genau genommen so entspringt. Das heißt, aus dem absoluten Mittelpunkt denkst du dir jetzt erst ein Innerhalb und ein Außerhalb. Aber wenn das entspringt, diese zwei Seiten mit einem ausgedachten Mittel, mit einem unten und einem oben, die Meermetapher, gehe ich gleich noch darauf ein, muss im selben Moment auch das entspringen. Wir machen hier bloß dann zwei Hälften. Jetzt haben wir die vier Seiten. Das heißt, das hier und das hier nach unten ist dann praktisch das Gehirn, dann sind wir die vier Seiten. Und jetzt, ich habe so oft erklärt, das ist ganz ein Bedenk an dem Vorderapparat. Für jedes Bild, das du brauchst, zum Beispiel ein projiziertes Bild im Kino, ist das, was auf der Leinwand ist, wir nennen das einmal Diapositiv, das auseinandergeschmissene Positive, immer dran denken, Objekte, die du anschaust oder Bilder sind wie etwas, was du in ein Fadenkreuz, in einen Einheitskreis reinlegst, braucht ein Dia-Negativ. Es muss immer Matrize, Patrize müssen die zwei Seiten da sein. Und sobald ich an zwei denke, müssen ja nochmal zwei negativ da sein, um die zwei positiv. Das ist das, was in dir auftaucht. Und dazu gehört dann das, was praktisch abgesenkt wird. Und sobald ich mir jetzt das vorstelle, diese vier, den Einheitskreis, müssen ja nochmal vier da sein. Und acht, der Buchstabe acht im Hebräischen ist Chet. Und diese vier auf der einen Seite und die vier auf der anderen Seite bestehen eine Seite aus These, Antithese, Synthese. Das sind die D3, das ist der Tetraeder und die rote vier schließt den ab. Das ist die Egge und du bist eigentlich der, der schaut. Wenn du in der Ecke schaust, schaust du eigentlich in einen Punkt rein, die Sache mit dem Zentrum, und dann bist du die abschließende Fläche. Jetzt müssen wir das widerspiegeln. Du bist eigentlich der Punkt, in dem Punkt eigentlich sich der ausdehnt in diese Vielheit. Ja, okay.
Und darum haben wir dieses Symbol des Tetraederspiegelstands. Ich kann das auch sehr vereinfachen mit der Kamera Obscura. Und darum ist auch dieses Hüben 3 und Drüben 3, das ist, dass sich einmal eine Frage stellt, wieso der Buchstabe 3 im Deutschen gelesen als griechische des Dale, des, Entschuldigung, des Dalet, das beginnt ja mit einem Dalet oder einem Delta im Griechischen, das wiederum die 4 ist. Wieso ist das Groß, der Großbuchstabe Delta eigentlich ein Dreieck? Sind das alles Zufälle oder ist da eine ganz, ganz geniale Schöpfung im Hintergrund? Ich kann immer nur sagen, egal was in dir auftaucht, es hat einen Sinn, das ist wichtig. Das ist eine wichtige Facette, ein Puzzlestück aus dem Heiligen Ganzen. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Und jetzt mache ich nochmal eine kleine Metapher dazu. Ich sage immer, der Kopf des Schöpfergottes, dieses Beroshi da oben, das ist jetzt alles ausgedacht, das bist du selbst. Das ist der Geist, den ich alles erzähle in Holofilm. Darum ist vor jedem neu, zu jedem neuen Holofilm-Gespräch, ich erzähle es den Geist, der jetzt mit diesem Video konfrontiert wird. Und zwar ist jetzt du, wenn du an dich denkst, du sitzt jetzt vor dem Monitor und das, was du jetzt auf dem Monitor siehst, was angeblich jetzt, wenn das ein Spiegel wäre, hinter dem Monitor wäre, die Sache mit dem Spiegel ist sehr wichtig. Das sind alles ausgedachte Dinge. Wenn ich jetzt auch dieses Wort Spiegelerei auf Hebräisch, RAI, rot gelesen, wieder Vordersprache, wir denken uns jetzt einmal den Spiegel und der platzt jetzt einmal, ganz normal von der Seite gesehen, platzt jetzt auf in zwei Hälften. Das ist minus 1 plus 1. Kann ich natürlich in die Transversale, was genau, ich lasse der Wasserspiegel, habe ich immer minus 1 plus 1. Und den wohlgedachte, ausgedachte Wasserspiegel. Ja. Wir wissen jetzt aber, der absolute Wasserspiegel, aus dem dieses ausgedachte Wasserspiegel herausspringt, hat dann auch wieder seine Gegenseiten, die 4 Seiten. Aber jetzt bleiben wir mal ganz normal, du denkst jetzt einen Spiegel aus. Was ist eigentlich, was wird eigentlich in einem Spiegel dargestellt, wenn sich vor dem Spiegel nichts befindet? Eine ganz tiefe philosophische Frage. Gibt es eigentlich einen Zustand, dass wir uns einen Spiegel ausdenken, in dem nichts dargestellt wird? Das kann nur der Fall sein, wenn sich vor dem Spiegel nichts befindet. Aber das geht ja nicht. Egal, wo du dir jetzt einen Spiegel hindenkst, du wirst feststellen, du wirst dir zwangsläufig um den Spiegel einen Raum oder irgendwas rumdenken, was sich dann in dem Spiegel spiegelt. Ja, genau. Ja. Das ist Spiegeln. Ich sage, du bist der Kopf des Schöpfergottes. Und im Klassischen sagt man, ich stehe vorm Spiegel und mein Spiegelbild ist hinterm Spiegel. Ich habe das so oft gesagt in der Sprache. Da steckt hindern, indern, steckt das indern schon drin. Du bist der Kopf des Schöpfergottes und ein Spiegel, in dem sich nichts befindet, ist zwangsläufig auch vor ihm nichts. Das ist ein Geist, der träumt, der schläft ohne zu träumen, Entschuldigung. In dem Moment, wo du in deinem Kopf zum Träumen anfängst, und jetzt ist wichtig, jetzt in diesem Moment träumst du Geist. Und alles, das sind ständig wechselnde Bilder in dem roten Kopf des Schöpfergottes, der rote Kopf, von dem ich rede. Und in dem Moment, wo du zum Träumen anfängst, passiert was Eigenartiges, wenn du nicht weißt, dass du träumst. Stellst du dir was vor? Vor dem Spiegel hin, du denkst dir aus dir selbst was heraus, was du glaubst, dass das außerhalb von dir ist, was dir raumzeitlich materiell ist, wenn du auf der VR-Brille erscheint. Das heißt, das, was im Spiegel, wenn du zum Träumen anfängst, wird in deinem Schöpferkopf, wenn in dir selber, in dem Punkt, das genau ein Punkt ist, Gedanken werden aufgeschmissen, die nicht ha-indern, dann doch wieder indern, merkst du, dieser Widerspruch in dir drin sind. Und durch das, dass du dir in dich was reindenkst, machst du eine Vorstellung, stellst du dir was vor und da du dich jetzt mit dem Vorgestellten verwechselst, der ja eigentlich der Mittelpunkt ist. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt hier wirklich einmal ein Gefühl kriegst, wo sitze ich eigentlich? Ja, jetzt in meinem, was weiß ich, in meinem Wohnzimmer vor dem Computer, das sind alles logische Konstrukte, die eigentlich gar nicht stimmen. Ich rede ja mit dem, der das Leben wahrnimmt. Der träumende Geist. Wo ist der träumende Geist? Das sind diese einfachen Metaphern. Alles, was ich erkläre, was ich dir Geist erkläre, kannst du sofort, wenn du Geist bist, wenn du Bewusstsein bist, sofort nachvollziehen. Auch wenn es in einem extremen Widerspruch zu dem steht, was dir ein jetzt ausgedachtes Leben lang logisch erschienen ist.
Das ist, wenn ich jetzt sage, und jetzt denkst du dir deinen Kopf, diesen Trockennasen auf dem Kopf um dich rum, und dann wirst du genau feststellen, dass wenn du die Augen zumachst, dass du die Augen eigentlich hinter den Augen sitzt. Dass du die drehen kannst, probier das immer wieder mal aus. Du stellst die vor dich hin, die Augen, die sind schon wieder was Ausgedachtes. Dann kannst du an deinen Finger, an die rechte Hand denken, denk an die rechte Hand. Die spürst du jetzt irgendwo da unten, jetzt heb die hoch und klopf dir mal auf den Schädel drauf. Dann wirst du merken, es klopft genau über dir. Es klopft ja. Über dir, du sitzt genau unter dem Klopfen. Mhm. Kannst wieder auf, das ist das dritte Auge. Du bist das dritte, dieses sind der ausgeschlossene dritte, der natürlich jetzt in dem Moment schon wieder was Ausgedachtes ist. Aber jetzt bist du nicht außerhalb dessen, der sich jetzt vor sich die Augen hindenkt oder über sich die Schädeldecke hindenkt. Oder du kannst jetzt bei geschlossenen Augen dir denken, was ist jetzt hinter mir in 2-3 Meter Abstand? Was ist jetzt hinter mir, wenn ich mich jetzt da durch das Zimmer Z im Meer hinaus denke, was ist da ungefähr in 1 Kilometer Abstand hinter mir? Mhm. So wie jetzt der Holger sitzt, der Holger würde jetzt sagen, ja, wenn ich da ein bisschen weitergehe, ist Weißenburger Krankenhaus. Ja. Na, beim Holger bin ich mir nicht so sicher, weil der nämlich kein Orientierungsvermögen hat. Der hat nämlich ein extremes Mangel in seinem Programm an Orientierungsvermögen. Was ist vor mir? Irgendwo ein Stück weiter in der Nürnberger Straße ist Casino. Stimmt oder stimmt? Ja, passt. Leicht rechts. Das kannst du jetzt auch machen. Du kannst jetzt die Augen schließen und sagen, was wird jetzt passieren, wenn ich in diese Richtung, wo ich jetzt sitze, aber egal, du stellst dir das immer vor, ob du dir das hinter dir denkst oder vor dir denkst, das sind immer Vorstellungen von dem, was jetzt hinter dir wäre, wenn ich jetzt 2 Kilometer in die Richtung gehe. Es kann aber immer nur hier und jetzt in diesem Punkt sein. Ja. Gut, sehr gut. Mhm. Ja, stimmt. Das ist für jeden Geist nachvollziehbar, der sich jetzt als ein Trockennasen erlebt. Dir muss klar sein, dass das, was ich dir mit Holofeeling erzählt, hast du mal alles, was du ein jetzt ausgedachtes Leben als hundertprozentig sicher angesehen hast, dass das zerstört wird. Das ist, ich nehme dir das H weg. Ich nehme dir den Buchstaben H weg. Das ist das symbolisierte Programm, mit dem du zurzeit eine komplette Traumwelt aufgebaut hast. Und dann kriegst du dafür diesen Buchstaben von mir das Wort Haus. Das übrigens dann im Hebräischen schreibt sich das Bet, das wird aber Bet geschrieben. Und da kannst du jetzt sagen, Bi in mir auf Hebräisch, in mir ist eine Erscheinung. Ja. Wo soll es denn sonst sein? Dieser rote Kopf ist das Haus, in dem sich alles abspielt. Ja. So, und jetzt kommen wir, weil wir da gerade sind, diese Personifizierung. Ich komme jetzt ganz, ganz kurz. Wir machen jetzt einfach mal so ein freies Gespräch. Ich rede ins Blaue rein, weil ich ja praktisch nichts vorbereite. Heute Morgen in unseren Chat, hat die Ruth was reingestellt, ein Name. Ich fahre da mal ganz, ich tue den Bildschirm da ein. Den Ton brauche ich nicht. Ich spring mal in den Chat rein. Da fahren wir ganz, ganz hoch. Und da wirst du dich wundern, wie oberflächlich man ist. Das ist halt schön. So weit war das doch nicht. Da sind wir doch schon. Das ist also hier ein Bibelvers, ein normierter Pastor würde sagen, ja, das bedeutet, dass Gott gerecht ist. Mir gefällt gerade auf, wie sehr der Materialismus aus der Person alles macht. Und zwar ist es der Bibelvers, Gott liebt alle gleich, steht drüber. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Römer 2,11. Und wir schauen uns jetzt mal genauer an, was da eigentlich steht. Es ist ja immer wieder eine Übersetzung. Auszüge von Auszügen von Auszügen. Das ist jetzt praktisch hier Römer 2,11, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Wir wissen ja, dass das schon wieder eine Übersetzung aus dem Griechischen ist. Mhm. Okay, und es ist jetzt hier, jetzt hast du mal, wenn man genau ins Griechische geht, das Wort Estim, mir ist wichtig das Ansehen der Person. Das steht nämlich hier, dieses Wort, da steht Prosopolepsia. Okay, Respekt, Respekulum, Respekt auf eine Person, die Rückspiegelung der Person, das ist, wenn du dich jetzt wenn du dir jemanden ausdenkst, eine Maske ausdenkst, das ist wieder eine Vorstellung, die in einer gewissen Entfernung vor dir jetzt angeblich existiert,
existere, heraustreten aus. Aus wem tritt eigentlich eine ausgedachte Person heraus? Aus dem, der sich die Person ausdenkt. Wenn du dir jetzt zum Beispiel den Udo nach Weißenburg denkst und den Holger nach Weißenburg denkst, musst du wissen, dass diese ausgedachten Personen letztendlich jetzt deine Informationen sind. Die sind ja nur angeblich in einer gewissen Entfernung von dir weg. Aber genau genommen, wenn sie existieren, können sie nur in der Transferlage hier und jetzt in dir auftauchen. Stimmt oder stimmt? Ja. So, und jetzt pass auf, interessant ist dieses Wort. Was heißt das eigentlich? Da steht in keinster Weise irgendwas von Person. Da steht Prosopolepsia. Ganz nebenbei, das Wort Lepsia kann man es dann noch anschauen, da kommt die Epilepsie her. Epilepsie. Ja. Okay, aber wir schauen uns das einmal an. Und zwar, was dieses Wort genau bedeutet. Und da kommen wir jetzt ganz einfach ins Griechische. Wir haben Pros. Wir beginnen einfach einmal mit Pros. Ach, Entschuldigung, falsch geschrieben, das Ding kommt ja. Wo brauchen wir das? Das brauchen wir den Pros und dann kommt das Omega. Also Pros, ganz interessant. Es geht um die griechische Form durch Buchstabenumstellung. Wir werden uns das dann genauer anschauen mit der Buchstabenumstellung in Bezug auf unser letztes Selbstgespräch. Okay. Und da müssen wir jetzt ein bisschen reinlesen. Ich lasse mal das Griechische alles weg, dass du das sofort mitkommst. Das heißt jetzt Präposition, mit dem von her den Gegenstand bezeichnet, von dessen Seite etwas herkommt. Es geht um den Gegenstand bezeichnen, von dessen Seite etwas herkommt oder von dem etwas ausgeht. Der Gegenstand, von dem etwas herkommt oder ausgeht, ist jetzt zum Beispiel unser ausgedachter Geist. Mhm. Ein ausgedachter Geist ist noch kein Geist. Ein ausgedachter träumender Geist ist als Ding an sich kein träumender Geist und ein ausgedachter Gott ist kein Gott. Ich sage immer, wenn du den Gott dir in den Himmel hochdenkst, ist es ein ausgedachter Gott und wenn wir das El Hayom, die Tiefe des Meeres als Ursprung nehmen, aus dem alles herausquillt, sind es ausgedachte Orte. Mhm. Das ist nicht der, wo springt dann dieser ausgedachte Ort her. Das sind Gegenstände. Bist dabei? Ja, ja. Okay. Das heißt, örtlich in die Richtung oder die Bewegung von einem Orte her bezeichnen. Wo kommt es her? Creatio ex nihilo. Wo ist dieses Nihilo? Wo ist dieses Nichts? Das absolute Nichts ist das absolute Zentrum von allem. Und aus dem entspringt die komplette Peripherie. Mhm. Kann man das so stehen lassen? Ja, sehr gut. Das heißt, bei Verbis der Ruhe, das ist übrigens ein Oxymoron. Ja, genau. Weil ein Verb ein Zeitwort ist. Ja. Aber Zeit, wie ich jetzt Zeit beschreibe, ist ein sich stetig änderndes Hier und Jetzt. Die 200 Gramm rote Knete, die sich ständig umformt, da bewegt sich ja nichts. Mhm. Obwohl sich was verändert. Ich meine, bewegt von A nach B. Sodass aber bei der Ortsbestimmung im Meer an ein Ausgehen von derselben zu denken ist. Das heißt, die Orte, die wir bestimmen, gehen aus dem, der immer ist, heraus. Ja. Merkst du was, wie genau das alles ist, wenn man die Worte richtig auslegt? Ja, ja. Es macht alles an ausgedachten Menschen, an Linguisten, die dir erzählen, vor wie vielen Jahrtausenden die Sprachwandlungen waren, die sich alles ausdenken und dabei übersehen, wo kommen eigentlich ihre eigenen Gedanken her? Wo kommen die jetzt her, die ich mir ausdenke? Die Physiker, die Linguisten, die Philosophen der Welt. Wo kommen die jetzt her? Haben die ganze Zeit existiert, bevor wir sie gedacht haben? Genau. Ich verändere nichts an dem, was ist. Ich sage, ich kann mir das so denken und so denken, aber ich erkläre dir, wie es wirklich vom ursprünglichen Schöpfer gedacht wurde. Das ist am häufigsten bei Bestimmungen der Himmelsgegenden. Das ist Ruach. Das ist Himmels, die vier Himmelsgegenden ist unser Ruach, was gleich auch Geist heißt und Wind. Ja. Von Norden, von Westen her, wo uns geläufig ist, gegen den Norden zu sorgen. Geg. 3-3. Ausgedacht. Das Dach. Jetzt kommen wir in die Transversale. Okay? Ja. Dann von Personen 2, Masken, immer dran denken. Personare,
heißt ja übrigens nicht nur die Maske, sondern personare sono heißt hindurchtönen, ja, heraustönen. Das heißt, wenn eine Person spricht, tönt durch diese Maske was hindurch aus dem Inneren, dass wir uns jetzt hinter die Maske denken, wo ich immer sage, das ist das, was hinter jeden Augen sitzt. Aber sobald wir uns immer diesen Punkt in das dritte Auge hinter die zwei Augen, These, Antithese, Synthese hindenken, sind es schon wieder ausgedachte Mittelpunkte. Ja. Auf jemanden Seite stehen, von seiner Partei sein, für einen sein. Das geht jetzt und so weiter, da wollen wir gar nicht so weiter machen. Was jetzt wichtig ist, dass der nächste Buchstabe, wenn du genau aufgepasst hast, ist ein Omega. Wir haben ein Omikron und ein Omega. Was? Opo. Setzen wir jetzt einmal das Omega hinten dran. Lass dich einmal überraschen, was jetzt passiert. Jetzt wird es schon Pros, Obo, Boeo zur Person machen. Immer dran denken. Zwaf R im Hebräischen zur, die Grundrate, das heißt, dass da mal zur Form werden. Ich springe da mal ganz leicht nochmal rein, dass wir uns das genauer anschauen. Und dann werde ich dir gleich sagen, wie du in der Fahrersprache diese Rückübersetzungen immer passen. Das heißt, in dem Moment zur, ich mache immer wieder Formen, eine Form geben. Das ist schon zum Beispiel der Berg. Das hebräische Wort für Berg ist einfach nur HR. Das wissen wir, das kann ich rot lesen, dann ist es der Quintessenzkopf und wenn ich es blau mache, ist es eine wahrgenommene Berechnung. Ja. Wenn ich das deutsche Wort Berg jetzt übersetze und mache hebräische Zeichen, kann ich zum Beispiel BER-Quadrat, unser Geist im Geist, erweckt im erweckten Geist. Ja, ja. Ich will jetzt da ganz, ganz kurz, ich halte mal das B noch fest, dass ich dir zeige, wie genau das dann geht. Das halten wir im Hinterkopf. Dann ist es ein Fels. Der Fels symbolisiert letztendlich, was fest geworden ist. Was Unveränderliches. Das ist eine Facette. Und jetzt kann ich sagen, eine Facette Gottes oder eine Facette des göttlichen Bewusstseins, wenn ich L mit 1 lese. Ich kann aber sagen, eine Facette ist ein Joch, ein hochgehobenes Joch, etwas hochgehobenen, das entweder raumzeitlich ist, das ist oder bewusst ist. Das ist nur das Rot-Blau-Lesen. Und es wird jetzt fest, darum ist eine Feste, das heißt, wir materialisieren das, wir halten das für einen Moment fest. Denk einmal wieder an meinen Eiswürfelfisch. Du hast flüssiges Wasser. Das ist übrigens die Mitte zwischen gasförmig und fest, ist die Flüssigkeit. Das ist die Gnede, die sich ständig verändert. Drum ist ja Glas rein in der Chemie, es ist ja alles richtig. Glas ist keine Materie im klassischen Sinn, es ist eine Flüssigkeit. Ja. Das sollte man wissen, wenn man Chemie, ein bisschen Ahnung hat von Chemie. Ja, aber ich merke doch, dass Glas fest ist. Ich sage, nein, Glas hat nur bei normalen Temperaturen, die du dir jetzt ausdenkst, dieses Glas, wird bei dieser Temperatur so zähflüssig, dass es dir fest erscheint. Es ist aber rein chemisch, ist Glas immer nur eine Flüssigkeit. Glas hat keine drei Aggregatzustände. Hast du das gewusst, Holger? Ja, das hast du schon mal erzählt. Das habe ich nicht nur einmal erzählt, wenn man jetzt wirklich die letzten 20 Jahre Holofeeling verfolgt hat, bin ich da sehr genau darauf eingegangen, weil ich immer wieder betone, egal welches Buch du mir zeigst, egal welche Seite, du wirst von mir nie hören, dass das nicht stimmt. Es ist richtig, aber nur als eine Perspektive von einem unendlich großen Komplex. Das ist wie wenn ich jetzt sage, eine Küche ist ein Herd. Ich könnte es noch verfeinern. Eine Küche ist Pfeffer oder Salz. Ich sage, wenn ich mir jetzt eine Küche denke, ist doch in der Regel in der Küche Pfeffer und Salz. Aber, oder Herd. Aber die Dinge, die ich jetzt denke, die ich mir vorstelle, sind doch nicht die Küche. Die Küche ist die Kollektion, das ist das Chat. Okay? Ja. Gut. Das kann man sich jetzt reindenken und ich habe gesagt, wir halten das B ja mal fest. Und jetzt ist natürlich, wenn wir hier unsere Zeichenliste machen. Ich wiederhole das in so vielen Selbstgesprächen. Das ist eine ganz, ganz geniale Sache, weil die kann man sich leicht merken, wenn man ein bisschen spielt und immer wieder nachschaut. Du kannst die natürlich viel, viel flexibler machen. Die Schwierigkeit war bei dieser Tabelle wirklich was leicht zu merkendes, ein System zu machen, wo du jedes Wort sofort umsetzen kannst. Ich werde dir das zeigen, wenn du das weißt, kannst du
die hebräische Bibel mit hebräischen Zeichen, obwohl du kein Hebräisch kennst. Du musst nur diese 22 bzw. 28, 27 Zeichen, ich widerspreche mir jetzt nicht, sondern das ist schon wieder klar. Wenn du das durchsetzt, sind das jetzt 27 Zeichen. Nein, das ist 28, das sind übrigens 4 Oktaven, ist Aleph, Elef, dann schließt sich der Kreis. Dass ich jetzt hier, du kannst jeden dieser Buchstaben mit jedem Buchstaben austauschen. Geh einfach einmal den Gedankengang mit. Ich sage jetzt das Aleph blau, wir bleiben nur blau, steht für die Schöpfung. Oder für jemanden, ein Computer zum Beispiel kann schöpferisch sein, aber blau, nur blau schöpferisch. Er schöpft ja praktisch die Bilder auf dem Bildschirm aus sich heraus. So denken wir uns das zumindest. Drum ist dann die 2 und jetzt, das ist ein Eigenart im Hebräischen, wenn ein B an erster Stelle steht in einer hebräischen Radix, in einem Wort, kann dieser erste Buchstabe, kann auch eine Vorsilbe sein, bei vielen Buchstaben. Kaf zum Beispiel heißt wie und das B heißt jetzt inmitten. Das heißt zum Beispiel Haus, schreibt sich Bet und im Haus heißt Bebet. Oder Enosch ist der normale Mensch und im Menschen heißt B Enosch. Da wird nur der Buchstabe davor hingestellt. Darum ist das in der Mitte, innen, blau. Wenn es am Wortende ist, ist es außen. Das habe ich jetzt so gesagt. Das ist immer das Ab zum Beispiel. 1, 2. 1, 2, Aleph, Bet. Das heißt zum einen Vater, wenn man es Ab ausspricht und es als Af ausgesprochen, weil das B auch als W ausgesprochen wird, aus 1 war 2. So. Das heißt praktisch, bleib einfach bei der Zahl. Diese Schöpfung, ob ich was Schöpfung nenne oder ob ich das Polarität nenne. Die 2 ist ja, steht ja für unsere Polarität, ist eigentlich wurscht, weil jede Schöpfung, die du machst, wirft eine Gedankenwelle auf. Und diese Gedankenwelle, die du dir ausdenkst, die befindet sich in deinem Gehirn. Wir denken materiell. Aber das, was in deinem Gehirn ist, ist etwas, was in deinem Gehirn geöffnet wird als Information. Und es ist dann immer zwangsläufig eine Wahrnehmung, die sich in dir aufspannt. Aber alles, was sich in dir aufspannt, ist immer eine Selektion aus einer Kollektion. Das ist die Sache, die Selektion wäre jetzt der Herd und die Kollektion, die dazugehört, ist die Küche. Und es ist immer eine Spiegelung, weil du bist der Kopf, du musst diese Welt so auf, schau das kleine Bild an, du musst es. Was innerhalb ist, erzeugt automatisch ein Außerhalb. Das kann man natürlich spiegeln. Was du auf einem Bildschirm im Kino, was du auf der Leinwand hast, ist zwangsläufig in dem Projektor im Dia. Dia positiv, Dia negativ. Ja. Und diese Spiegelungen, weil wir einen Spiegeltunnel haben, ist immer was intellektuell Ausgedachtes. Dein eigenes Ausgedachtes. Das ist dann das ausgedachte Licht. Das auseinandergedachte Licht. So, jetzt pass auf. Ob ich jetzt das, was ich sehe, Schöpfung nenne oder Außen nenne, es ist außerhalb des Mittelpunkts, obwohl es dann doch in dem roten Mittelpunkt drin ist. Innerhalb, außerhalb. Wenn ich, schau bitte das Bild an. Ein ausgedachtes Innerhaar all erzeugt ein ausgedachtes Außerhalb. Aber es spielt sich in dem absoluten Innerhalb ab. Und jetzt springe ich ganz, ganz kurz auf die 2. Wir machen nur das Bet, was da drin steht. Das ist das da mal Bet. Der Name nennt sich B, das schreibt sich übrigens ausgeschrieben, darum ist hier 2, schau. Atbash ist dein Logos. Und wenn wir jetzt das hier als Wort ausschreiben, schreibt sich das Bet, wird Bet ausgesprochen. Das ist dein Aufenthaltsort, ist das Innere. Das ist original Hebräisch. Und das ist das Hayom. Auch das Haus. Und es schreibt sich jetzt 2, 10, 400. Darum ist hier der Wert, wenn wir jetzt da zurückspringen, der volle Wert, das ist der Buchstabe, dieser volle Wert setzt sich zusammen aus den Buchstaben 2, 10, 400. Das nennt sich der volle Wert. Das ist das Wort Bet ausgeschrieben. Und jetzt ist Bet im Klassischen als Vorsilbe an, auf, darinnen, dort die Generation. Die Generationen sind innen. Dur ist wieder die Generation einer Kollektion. Innen hinein, mittels. Und jetzt ganz interessant, pass auf, das ist jetzt diese Schreibweise da drin. Inmitten verbunden,
Das ist das, die Vorsilbe, das vor allem steht, ist dieses Haus, aus dem alles entspringt. Und sobald wir das am Ende haben, haben wir außen außerhalb. Außen immer dran denken, scharfes S, da mal AUB wieder, die Schöpfung an aufgespannten Polarität zieht zu einer Existenz, weil das ist eine Gedankenwelle. Ja, ja. Diese aufgespannte Polarität erweckt jetzt das Nichts zu einer Polarität außen. Das ist das Beta am Ende. Kannst du es nachvollziehen? Ja. Die Beschwörung erweckt das Nichts, Ha'al, den Gott, zu einer Polarität. Die Boal, das sind die Verbformen jetzt. Biol mit 70 geschrieben heißt hochheben und ein Joch. Wissen wird jetzt hochgehoben und wird zu einem Joch, zu einer Gedankenwelle. Die Polarität einer Gedankenwelle. Die blaue Seite als Präfix, als Suffix ist es außen, das haben wir gerade durchgemacht. Die Dualität, Zweiteilung, Spaltung. Jetzt schau bitte das kleine Bild an. Das heißt Innensein. Das ist das rote Beet. In dem Moment, wo das aufplatzt, diese zwei Seiten, das ist das Außen, der Unterschied. Das ist der Unterschied, den du immer wieder brauchst. Ob du denn jetzt schwarze Schrift auf weißem Blatt Papier, ob du das Vakuum nennst, das in ein materielles Gefäß gedenkt wird, ein Punkt, der durch die Peripherie umgeben ist, es spielt keine, du brauchst die Polarität, weil sonst hast du keinen Unterschied. Verstanden? Ja. Wohlgemerkt, wir waren hier, wir waren nur bei dem Wort zur. Das heißt, eine zu einer Form gewordene Person machen, personifizieren, besonders erdichtete, abstrakte, leblose Dinge auf menschliche Weise redend. Wir Physiker wissen ja, ich weiß ja, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ich. Merk bitte dieses Ich. Du wirst jetzt gleich merken, was ich da für einen göttlichen Sprung jetzt mache, um dir das arithmetisch zu beweisen. Handelt in menschlicher Gestalt auftreten lassen. In deinem Traum, es sind ausgedachte, die ganze Menschheit, an was, ich habe vor 20 Jahren in Selbstgesprächen immer wieder wiederholt, an was denkst du, wenn du an die Menschheit denkst? Du denkst an das Wort Menschheit. Die Fragen sind so leicht zu beantworten. Das ist das, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, das geht nicht. Gut, keiner wird sagen, ich kann nicht an die Menschheit denken, aber ist ihm eigentlich bewusst, was er denkt? Er denkt in diesem Augenblick bloß das Wort Menschheit. Und dieses Wort Menschheit ist einfach nur wieder die Bezeichnung für eine Ordnung. Ich sage, ja, an was denkst du, wenn du an Menschheit denkst? An 7 Milliarden sterbliche Trockennasen auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht, weil dir das dein Programm zurzeit vorschreibt. Aber auch das sind immer nur ständig wechselnde Gedanken in dir. Stimmt oder stimmt? Ja. Und jetzt wird es ganz interessant. Ein Gespräch von selbstgewählten Personen dramatisch in den Mund legen. Was meine ich? Jeden Menschen, den du dir ausdenkst. Dazu gelten übrigens auch die Pixelmännchen, wenn du dir Video anschaust. Auch die ganzen sinnlich real wahrgenommenen Informationen auf deiner VR-Brille, das heißt, die in einer gewissen Entfernung von dir vollkommen materialisiert zu sein scheinen, obwohl es genauso deine Informationen sind, wenn du zum Beispiel an einer Uni in einer Vorlesung bist. Du bist ein träumender Geist. Und alles, was Figuren, Personen in deinem Traum sprechen, die sprechen das, weil du das träumst. Was jetzt das Pixelmännchen Udo, das du dir jetzt denkst, der jetzt deine Information ist, spricht, was genau genommen jetzt ein Lautsprecher ist und ein ganz kleines rechts unten in der Ecke, ein ganz kleines ist Geflacker von Lämpchen. Das ist das, was du ihm selbst in den Mund legst, der eigentlich gar nicht existiert in dem Moment, außer als ein Gedanke. Stimmt oder stimmt? Ich träume, ja. Du träumst jetzt. Das heißt, die Personifikation ist das Einkleiden abstrakter Begriffe oder lebloser Dinge in menschliche Persönlichkeit. Du machst dich ja selber auch zu einer Maske, wenn du an deinen Körper denkst, wenn du jetzt an den Körper denkst, der vor dem Computer sitzt. Ja, wo genau. Du dich genau genommen genau hinter den Augen befindest, die du dir vor dich hin denkst, natürlich existieren die nur, wenn du dann deine zwei Augen denkst. Mhm. Mit was hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit den Computer angeschaut? Mit was hast du eigentlich die ganze Zeit jetzt diese Sprache dir angehört, diese Lautsprecherstimme angehört? Mit Augen, die nicht existiert haben, weil du nicht an sie gedacht hast, mit Ohren,
die nicht existieren, wenn du nicht an sie denkst. Und wer hört jetzt das Ganze? Das Gehirn, das du dir jetzt denkst, das die ganze Zeit nicht existiert hat, bevor ich das Wort Augen, Ohren und Gehirn ausgesprochen habe? Und du glaubst, dass das alles hundertprozentig sicher ist, was du glaubst? Dass deine Augen und deine Ohren und das Gehirn auch dann da ist, ich sage mal, deine Person, dein Körper, wenn du nicht an diese Dinge denkst? Wenn dir mal bewusst wird, dass du in einer Welt lebst, wo die Menschen um dich herum nur deinen eigenen Wahn spiegeln, dass du überhaupt nicht weißt, was 100% sicher bedeutet. Ja. Das, was ich dir mit Holofeeling erzähle, das ist hundertprozentig sicher. Von jedem 13-Jährigen, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, sofort nachvollziehbar. Mhm. Ich kann immer wieder sagen, Holofeeling ist wie der Sprung von Basic-Betriebssystem zu Windows. Es öffnet sich vollkommen neue Möglichkeiten. Unsere Kleinigkeit, und jetzt können wir ja noch hier, wenn wir gerade dabei sind, na, wo muss ich denn hin? Da muss ich rein. Jetzt können wir uns dann ganz kurz, apropos, das haben wir gerade schon gehabt, und jetzt können wir die Lypsia, Lepsis, die Lepsis, da brauchen wir das dann mal hier ganz, ganz einfach, wenn wir die Lepsia machen. Oh, bin jetzt ganz durcheinander mit dem Hin- und Herschalten immer. Psi! Ach, sorry. Den brauchen wir. Psi. Ja. Das ist das Annehmen, das Empfangen, das Erhalten. Ich nehme an, dass ich in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren wurde, mache ich mich zwangsläufig zu einem Gedanken. Ich sage immer wieder, du wurdest nicht von deiner Mutter erschaffen, Betonung liegt auf Affen, sondern du erschaffst, du schöpfst jetzt, genau genommen, du schöpfst jetzt den Gedanken an ein Affenweibchen heraus, dass du sagst, es ist meine Mutter. Du erschaffst praktisch durch Schöpfen den Affen, den du meine Mutter nennst, und dich selbst als Säugling, den du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, wer ist das, der sich jetzt das denkt? Wer ist das, der jetzt diese Information zu sehen bekommt? Betonung liegt auf Ehe. Und das ist die Epi, ist ja immer das Epi, wenn wir jetzt dazu machen. Die Epilepsie. Ein Ort der Ruhe. Des Verweilens. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Ja. Da kann man natürlich wieder spiegeln, weil genau genommen kriegst du dann irgendwas, hat es mit Huren zu tun, die in einem Bordell leben. Weiß ich mal nicht. Das sind alle mit Kaufmannsdenken. Gut, jetzt sind wir hier ganz. Wir haben nur dieses Wort. Plötzlich kriegt natürlich dieser Kleine, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Wenn er was ansieht, wenn er Masken, wenn er Personen ansieht, schaut er sich in sich selbst an. In seinem eigenen Zentrum. Ein träumender Geist ist, ein träumender Geist ist der Gott für die Welt, die er träumt. Und der weiß jeden Moment, dass das nie vor ihm ist, sondern in ihm drin. Ich kann mir was vorstellen, ich kann mir jetzt ein Schneewittchen ausdenken. Ich kann mir einen Superman ausdenken. Mir ist aber vollkommen klar, dass ich kann mir jetzt den Superman zum Beispiel auf dem Planeten Krypton denken. Mir ist aber vollkommen klar, dass dieser Superman auf dem Planet Krypton jetzt nur meine Information ist. Das heißt, Gott sieht die Person nicht außerhalb von sich, die er vor sich hinstellt. Darum ist kein Ansehen der Person vor Gott, sondern es passiert in Gott. Beroshit, inmitten dieses Kopfes werden Himmel und Erde erschaffen. Mhm. Macht jetzt das einen Sinn oder macht es einen Sinn? Das passt so geil, ey. So, und jetzt machen wir, jetzt springen wir da, gehen wir da mal einen Schritt weiter. Das ist unser letztes Selbstgespräch. Und die Stelle will ich nur ein bisschen, wie tief jedes dieser Worte, das geht dann in eine Zahlenstruktur, wenn du dir das reinschaust, da der Rede nochmal zum Beispiel, aber da will ich jetzt, das wird zu weit führen. Ich zeige mal, was jetzt passiert, wenn man anfängt, das wirklich genauer anzuschauen. Und ich habe gesagt, du kannst Sachen sofort ohne Probleme. Gehen wir mal zurück. Bild hast du? Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich den ersten Vers nehmen. Ich sage, du kannst mit Rot-Blau lesen, den Text lesen. Das ist zwar, wenn sperrig, ich lese das mal bloß blau.
Wenn du jetzt die Rot-Blau-Papillen im Kopf hast, pass auf, dann liest du im Kopf des Schöpfers sind logisch intellektuelle Erscheinungen. Logos immer blau, wir bleiben nur blau. Im Kopf, die Schöpfung ist eine logisch intellektuelle Erscheinung. Im Kopf ist die Schöpfung, wir bleiben blau, ich kann jetzt nur nicht, wenn wir den hin rot machen, im Kopf des Schöpfers. Jetzt kommt das Elayon. Das natürlich können wir blau machen und rot machen, darum heißt es ja auch Beschwörung. Ella selber für sich alleine heißt Beschwörung und Fluch, das sind die zwei Seiten. Ist übrigens ganz normal in jedem Wörterbuch Fluch ein, die Beschwörung, die Schwörung, die Beschwörung ist auch ein Fluch. Die Facetten, Luch heißt die Lebensfrische. Du lebst in der Welt, die du beschwörst. Okay? Schöpferlicht ist die Wahrnehmung von intellektuellen Gestaltwerdungen. Die erschaffenen, schöpferisch erschaffenen Erscheinungen sind immer wahrgenommene, logische Gestaltwerdung, intellektuelle Gestaltwerdung oder des göttlichen Meeres. Yom. El-Hayom. Das ist jetzt kannst du mischen mit Rot-Blau. Aufgespannte schöpferische Erscheinungen sind immer Wahrnehmung des Schöpfers, sind berechnete Geburten. Wenn die Rot-Blau dabei jetzt schlafwandlerisch in dir drin hast, ich sage mal wie das ABC oder das kleine Einmal-Eins, wirst du merken, du kommst aus einem einfachen Kontext gar nicht heraus. Ich will jetzt ganz kurz dieses Wort Tohuwabohu noch ansprechen, was ja hier normalerweise übersetzt wird. Das ist dieses Wüst und Leer. Das Tohu ist Wüst, die Wüste, die Nichtigkeit, die Einöde, das Nichts, das Durcheinander. Und Bohu, Nichtigkeit, Leere, dasselbe wird auch als Chaos bezeichnet. Ich sage immer wieder, dir sollte klar sein, dass das Chaos, die göttliche Ordnung, das genaueste ist, was es überhaupt gibt. Das griechische Wort Chaos, ich hoffe, man kann es lesen, heißt eigentlich Luftraum. Wenn wir die ersten drei Buchstaben rot machen, ist es das Licht des UB, das ist die Lampe im Projektor, die Energie genau genommen, das JCH, die Energie, die göttliche Energie. E Quadrat ist JCH und ICH. Und der ICH erzeugt jetzt den Traum. Und sein Traum, darum heißt es auch in Altwörterbüchern immer ein klaffender Raum. Aber da haben wir die Affen, die Affinitäten schon mit drin. Es ist ein Raum, Koll, Affen. Das heißt, alles sind Affinitäten in einem generierten Raum. Darum brauchst du Deus Ivri. Aber wenn du jetzt das anschaust, nur neugierig sein, wenn du jetzt die Zeichen nicht kennst, das ist wie gesagt das Minimum, ist einmal die Zeichen zu kennen, dass wir hier eine Gemeinsamkeit, das darf am Anfang als Vorsilbe heißt Imperfekt, du wirst wahrnehmbar und aufgespannt. Und in dem oder diese Polarität, die wahrnehmbar ist, ist aufgespannt. Interessant ist dieses Hu. Wenn ich das darf, ist eigentlich imperfekt. Du wirst, was ist Hu? Schauen wir uns das einmal ganz einfach an. Das heißt Wehe. Ach. Eine doppelt aufgespannte Ehe ist immer das hier. Ob ich jetzt zwei aufspanne oder dann, sobald ich die zwei habe, nochmal die anderen zwei auch dazu, die vier aufspannen und sobald ich mir die vier denke, sind acht da. Und sobald ich mir acht denke, sind 16 da. Und jetzt geht das Spiel los. Jetzt haben wir eine Iteration in diesem System. Genauso wie sich der Computer entwickelt. 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit. Gut? So, und jetzt, das wollte ich nur mal ein bisschen erwähnen. Das ist auch hier und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Ich sage, das ist schlichtweg eine falsche Übersetzung. Ich habe ein paar Mal schon darauf hingewiesen, Professor, glaube ich, Lafitte hat ja Kassen, ein Jude, der beschreibt hier zuerst einmal in seinem Buch über den Tora bzw. den Tanach, dass es im alten Hebräisch gibt es keine Zeitformen. Es gibt nur zwei Grundformen grammatikalisch, nämlich perfekt und imperfekt. Und jetzt wurde zwangsläufig perfekt heißt, was schon abgeschlossen ist, macht man eine Vergangenheit raus und imperfekt, was noch kommen wird, macht man Zukunft raus, obwohl das genau genommen immer Präsens ist. Die Vergangenheit denke ich mir jetzt und die Zukunft denke ich mir jetzt. Es ist eigentlich perfekt und imperfekt, wie der Name schon sagt, es ist schon perfekt oder es ist noch im Werden. Imperfekt. Okay? Das erklärt er. Dann erklärt er sogar, dass man sich die Schöpfung, die ersten sieben Schöpfungstage, darf man sich nicht als eine chronologische Aufzählung in seinem Buch
als chronologische Aufzählung erster Tag, zweiter Tag vorstellen, sondern es ist die Aufzählung, dieser erste Tag ist die große Eins, unendlich groß, das sage ich jetzt. Es ist wie wenn du an deine Küche denkst und erstens ist da mal ein Herd in der Küche, dann sind da Töpfe in der Küche. Ich zähle was auf, was alles gleichzeitig da ist, sonst wäre es keine Küche. Hast du es ungefähr verstanden? Ja. Und das erklärt er in seinem Buch über hebräische Grammatik. Und dann kommt das nächste Kapitel und das beginnt dann mit Gott sprach und es werde Licht und es war Licht. Da muss ich sagen, wenn es den geben sollte, der weiß ja nicht, was er spricht. Da steht nicht, es werde Licht und es war Licht, sondern wenn wir uns das genau anschauen, da heißt es hier, es ist Licht. Und es sprach Elayom, es ist. Da wird jetzt schon wieder Vergangenheit drauf gemacht, weil nämlich hier das Ganze mit dem Imperfekt, J als Vorsilbe ist nämlich Imperfekt, ist. Es ist HI. Es ist ein wahrgenommener Intellekt, ich kann sagen, ein Immerseiend, ich kann auch sagen, die Quintessenz ist Gott, es ist Gott. Mhm. Gespiegelt. Darum wird es dann zum wahrnehmenden Intellekt, aber Intellekt kann nichts wahrnehmen. Es ist Licht und es ist Licht. Da steht nicht, es ist Licht und es war Licht. Da steht, es ist Licht und es ist Licht. Schlichtweg und einfach falsch verkehrt übersetzt. Das ist das zwanghafte, raumzeitliche, einseitige Auslegen. So. Und jetzt schauen wir ganz kurz mal in die Ziegel rein. Ich weiß, ich denke mir jetzt Menschen aus, die da vollkommen überfordert sind, weil schon die hebräische Zeichen einen Schweißausbruch auslösen. Das lerne ich nie. Und ich lerne mir welche, die immer mehr, ich denke mir welche aus, die andere Seite dazu, die immer mehr Freude haben, die sagen, das ist unglaublich. Ich denke mir jetzt gestern meine Ritter aus, der habe ich Sachen gezeigt. Jetzt rede ich ganz normal von einer Figur, die ich mir ausdenke. Die hat Tränen in den Augen gehabt, die war so tief erschüttert, die sagt, Udo, das raubt einen den Atem, wenn du anfängst, das zu verstehen, wie unendlich perfekt diese Schöpfung ist. Und plötzlich ist man erschüttert, wie man überhaupt an irgendwas rumnörgeln kann. Ich sage, wenn du ein ganz tolles Buch liest mit Gute und Böse, du nörgelst doch an dem Bösen gar nicht rum, du brauchst sie doch für die Geschichte. Stimmt. 38. 3 und 8 ist übrigens 11, das ist nichts. 38, 2, das war dieser Vers. Okay? Und jetzt pass auf. Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Gog vom Lande Magog, dem Fürsten von Rosh, Mesh und Tubal und weissage wieder ihn. Ich will da nicht ganz rein, ich will dir nur zeigen, wie tief das wird. Ich habe gesagt, Ben heißt das da mal Sohn. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der große Trick, warum wurde das hier hinzugefügt? Das hat es früher alles nicht gegeben. Ist immer wieder erweitert. Das ist einmal der Sohn, der Zögling. Das ist jetzt die normale Zagluria-Akademie-Übersetzung. Jemand, ein Einwohner, alle Menschen, die du dir ausdenkst, sind Einwohner in deinem Kopf. Weil die nur in deinem Kopf, zuerst einmal in deinem Kopf existieren, bist du die dann ausdenkst. Aber was du um dich herum dir ausdenkst, mach dir kein Bild von etwas da drum im Himmel oder da drunten auf der Erde. Das heißt eigentlich, mach dir wirklich, das können wir uns jetzt auch anschauen, mach dir kein Bild von irgendetwas da droben. Schau bitte das kleine Bild an. Ja. Und mach dir kein Bild von irgendetwas da drunten. Mhm. Es ist immer in der Mitte. Es ist in der Linse, in dem Auge der Kamera Obscura. Ja. Dieses Hübendrei und Drübendrei. Immer dran denken, auf dem Kopf stehen, spiegelverkehrt gegenüber auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt eliminiert sich vollkommen in den Punkt. Mhm. So, jetzt machen wir mal das, dass wir jetzt, da bin ich drauf eingegangen, das wollen wir jetzt rot lesen, heißt es innen, N rot ist Sein, das heißt im Sein. Wenn wir es blau machen, hast du eine polare Existenz. Mhm. Dieser Sohn im Sein ist der Adam. Halt, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Das ist, wenn wir es von rechts nach links lesen. Ja, wir lesen ja normalerweise von links nach rechts. Also lesen wir einfach mal das Wort von links nach rechts und dann heißt jetzt hier, etwas wachsen, etwas sprost. Die existierende Polarität, das wäre jetzt natürlich blau, das ist nur Quere, das ist hier die Nachträge, also die Farbmuster werden flexibel sein. Das ist das hebräische Wort mit dem Waff dazwischen. Ich sage immer, die kannst du raus, Waff und J zwischen zwei Hauptkonsonanten kannst du rauslassen oder reinmachen. Heißt es wachsen und sprossen. Weil der Sohn wächst aus dem Vater heraus als eine polare Existenz und dann fängt es an zu wachsehen. Wachsehen tut nur der Sohn. Ich, JCH, bin der Vater vom Bücherregal und
Wach sehen in deinem Traum bist du als Sohn, das ist das rote Ich. Und das ist der Adam. Und der Adam ist Jäger wie Nikaba, der Mensch. Also, dass Adam und Eva im Paradies gelebt haben als Pärchen, ist ein Blödsinn, weil der Adam ist Adam und Eva gleichzeitig. Es ist der Denker und das Ausgedachte. Das ist, Adam ist ein träumender Geist. Jetzt wissen wir wieder, Aleph als Imperfekt-Vorsilbe heißt ich, werde, kann, soll, DM. Zu einem geöffneten, ich werde zu einer geöffneten Gestaltwerdung. DM ist blau gelesen, geöffnete Gestaltwerdung. Das ist das hebräische Wort für Blut. Blut wird hebräisiert Belut. Lut heißt in einer Hülle stecken, ich werde in einer Hülle stecken. Ich habe gesagt, wenn du Holofeeling verstehst, ist der erste Schritt, dass wenn du an dich denkst, dieser eine Körper, den du jetzt denkst, der vom Computer sitzt, angeblich, weil du dir das denkst, sind deine Informationen. Wir heben jetzt dieses aufgrund deines H-Programms, Betriebssystems, generierte Vorstellung zu einem höheren Betriebssystem und ich sage, dein Körper ist deine ständig wechselnde Traumwelt. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung zum letzten Selbstgespräch. Beziehungsweise zu dem Odo. Der Odo ist ein Formwandler. Was heißt das eigentlich? Die 200 Gramm rote Gnede, die immer gleich bleibt, wenn wir die Formen verändern, der träumende Geist, der immer derselbe träumende Geist ist, der ständig seine Form verändert, ist ein Formwandler. Das ist ein Odo. Der Kodo ist aus der Sternenmitte. Das Hasslicht, das Hässliche um dich herum verändert sich ständig. Stimmt oder stimmt? Ja, der wiederum, der in der Hülle steckt, ist als Ding an sich vollkommen ruhig und still. Und der hört AOB auf dem Schöpfer OB. Oder er hört auf zu glauben, dass irgendein Gedanke von sich ist. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja, ja. Und jetzt spiegeln wir das Wort. Und jetzt heißt es Messen, Messgerät, wichtig, du wirst zu einer Uniform. Denk an das Universum. Uni, rot gelesen, ist diese alles umfassende Eins. Verbunden sein der Gott, rot gelesen, und dieser verbunden in sich verbunden sein, der Gott, die 200 Gramm rote Gnede, ändert jetzt ständig seine Form. Ja. Darum ist das Ganze auch eine Uniform in Form eines Universums, eines in eins gekehrten. Schau das kleine Bild an, ich mache das immer wieder. Es taucht auf und es fällt wieder in dich rein. Und es ist ein Amtskleid, AM140 gelesen, heißt Mutter. Es gebärt, die Matrix wird von der Mutter, MUD, Gestalt gewordene, aufgespannte Erscheinung. Mut heißt Tod, Sterben. Tod heißt so viele. Und diese Mutter sind gespiegelte Raumzeit, ist K-Light, wie Light. Da haben wir wieder unser Call, alles baut auf Eiden auf. Und das sind meine Eide. Das Ganze basiert in einem Gewand, das dich einhüllt. GE-Quadrat wird jetzt zu einem doppelt aufgespannten AND auf- und abschwingen. Ja. Ich kann nur eins sagen, hast du die Grundlagen, raubt es dir den Abend, ich kann jetzt Zahlen einsetzen und darum ist auch das hebräische Wort für messen, immer dran denken, lateinisch esse heißt sein. Gestaltgewordenes Sein, messen. Es ist, du bist der Richter, du bemaßt, du richtest, du werdest über alles und jeden. Jetzt ist natürlich dieses esse, wenn ich jetzt hebräisiere, sage ich immer, wir machen hier ein E, ein Doppel-S ist ein Sinhe, esse. E-S-H, kann ich esse, spricht mir übrigens esse aus. Das ist, du aktivierst in dir plötzlich Gedankenwelt, die du ausführst, die du nach außen führst, die du machst. Wenn ich das so, Udo sagt immer, mach, ich rede immer vom Machen. Da steht gestaltgewordener Bruder, der zu existieren anfängt. Das Tun, und du fängst, wenn du was machst, in der Form von esse, ist es immer ein Erschaffen. Affe steht immer für Affinität. Ja. Etwas machen, hervorbringen, ausführen. Es gibt noch ein zweites Wort, das ist dieser Pol. Da haben wir schon den Pol, der Himmelspol. Was ist jetzt ein Pol? Das ist nämlich die Verbformen. Das ist was ganz was anderes. Das ist erst einmal der Pol. Das heißt nämlich auch etwas behauen, Bild, Beilet im Kind. Bildhauern, da sind die Aue mit drin, das führe ich dann zu den QR, das ist es Lam, Bla, MM. Erklären, für untauglich erklären.
Meißeln, modellieren, das Bessel, das ist einmal hier, das ist die Erschaffungsform über den Poal. Das ist übrigens hier, mach dir kein Bild von Gott. Da steht das Wort Bessel. Und das, ja. Gott macht Poal. Das ist jetzt die Form des Tun, des Machens. Ach. Nee. Wieder nicht. Den brauche ich. Vertippt. Ja. So, das ist jetzt die Da, des Tun, des Walten, des Wir. Ken heißt, wir sind das Fundament, die Basis. Wir sind der, der sich Gedanken überlegt und Lügen verbreitet. Mhm. Das Ganze passiert in einer Zeit eines doppelt aufgespannten Ortes. Schaut das kleine Bild in mich, ich arbeite immer mit Händen. Zeit wiederum ist in dem Fall ganz einfach eine augenblickliche Erscheinung, blau gelesen. Und das passiert in einem, die Zeit spielt sich in einem Punkt ab, ist aber zu Form gewordener Zeit. Das ist der Augenblick, den du ausmaterialisiert siehst. Dasselbe Wort hast auch jetzt und nun. Zwei Existenzen, Wellenberg und Wellental aufgespannt. Mhm. Meinst du, dass das alles Zufall ist? Also, je mehr ich da reinkomme in diese Zeichen. Ich weiß nur, ich habe dir nur das Messen erklärt. Ja. Und das ist wichtig, du musst das nicht wissen, du musst nur wissen, dass alles perfekt ist. Weil wenn du das wirklich weißt, dass jeder Moment, in dir auftaucht, wichtig ist, hast du vor nichts und niemandem Angst. Ein einfacher Satz, ja. Jetzt, du merkst jetzt, wenn wir die zwei rückwärts lesen, dann haben wir zuerst einmal ein Wachen, ein Aufsprossen von einer Uniform, von deiner eigenen Form in Form dessen, was deine Mutterlogik, deine Matrix, die am dir vorschreibt, das, die erzeugt auch das Gleiche. Ich kann das K-Light natürlich auch positiv lesen. Und das ist immer eine geistige Wand, GE-Quadrat, ist ein doppelt hin und her schwingen auf einer Wand, das ist der Bildschirm. Bloß wir machen das natürlich dann wieder doppelt in Stereo und darum kriegst du dann das, die Illusion von Räumlichkeit. Eine Räumlichkeit auf der Stereobrille, wo du mit einer komplett sinnlich wahrgenommenen Information einer Welt konfrontiert wirst. Das, was in Front von dir ist, ist in dir drinnen, die sich Dinge durch Raum und Zeit zu bewegen scheinen. Was natürlich jetzt wichtig ist, dass dir klar sein soll, dass Stereo immer übersetzt wird mit räumlich. Aber Stereo hat mit räumlich überhaupt nichts zu tun, weil das Wort Stereo aus dem Griechischen kommt und das heißt einfach nur starr und unbeweglich. Mal schauen, ob das da so drin ist, wenn ich das jetzt da... Leibhaftig, Himmelsgewölbe, das ist, ich habe da immer darauf hingewiesen, wenn du die Meos lesen tust, das Himmelsgewölbe, also die Grundradix von Stereo ist hart, fest, mit fester Haut, feststehende Zeichen, was jetzt festen Sinnes, fest, unbeweglich, starr, aber jetzt das Gewölbe, Gewölbe ist zwei Flächen, denk an die Stereobrille, schau das kleine Bild an, wölbt sich jetzt, ich nehme eine Ecke und strecke eine Ecke, diese große Sache. Mhm. Und dann kriege ich, wenn ich an den Stecken mir eine Seite nur hindenke und ich mache dann aus der Seite dieser Strecke, SDR-Ecke, das Geheimnis einer Ecke, eine Ecke, wird die Strecke zu einem Bogen. Das führt uns zu dem hebräischen Wort für Bogen. Und dann machen wir wieder die Spiegelung, pass auf. Da brauche ich einen Pfeil, wenn ich abschieße, brauche ich einen Bogen. Das ist das, wenn ich jetzt immer so mache. Okay? Ja. Jetzt sage ich immer wieder, interessant wird es, wenn du da Waffe oder Chat dazwischen, J dazwischen machst. Wir machen jetzt da ganz einfach mal hier ein J dazwischen, zwischen diesen zwei Konsonanten. Und jetzt kriegst du die Scheidewand zwischen dem inneren Eck und dem gebogenen äußeren weg. Extrapolieren, weil da fängt das Ding zum Schwingen an, okay, durch eine Scheidewand trennen, DUR heißt generieren. Das sind die Spiegelungen, die wir uns jetzt natürlich wieder auseinanderdenken müssen, wenn der Spiegel hin und her, die Photonen zwischen den Spiegeln hin und her fliegen, was das eigentlich sich in einem Punkt abspielt. Denken wir dann an unser Licht. Weil innen und außen ist eigentlich eins, es ist nur diese Polarität, die wir uns auseinanderdenken. Und jetzt machen wir da mal eine Waffe dazwischen und da wirst du jetzt gleich merken, wo es hinführt, das ist jetzt nämlich das hebräische Wort für außer. Außen.
draußen. DR, die generierte Außen. Außen, Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die in dir erweckt wird. W-Act. Das sind die diese Filmfacetten in den Ecken. Das Außen, draußen, außerhalb. Das, was außerhalb ist, ist das, wo du deine Gedankenpfeile hinstellst. Das ist stochastisches Denken. Auf was richtest du dein Bewusstsein? Da, wo du dein Bewusstsein hinrichtest, kriegst du Informationen. Genau. Du kannst jetzt vor dir den Monitor anschauen, über den Monitor auf der Farbe, die Wand, die hinter dem Monitor kommt. Du kannst dir denken, was 5 Kilometer hinter dir ist. Ungefähr. Wenn du ein bisschen Orientierungsvermögen hast. Beim Holger bin ich mir da nicht ganz so sicher. Stimmt oder stimmt? Stimmt. So, du merkst ein Wort, das verknüpft sich mit Holofeeling alles in einen gigantischen, harmonischen, göttlichen Prozess. Das ist bei weitem nicht alles, was ich an. Ich will dir nur zeigen, dass da ein System dahinter ist. Und jetzt kommt als nächstes kommt dieses Wort, stell hinauf, stell hin, stell, mach, bring, gründe, richte, pflanze, verhänge, erleg auf. Ich betone nochmal, dass diese schwarze Übersetzung sind die Übersetzungsmöglichkeiten der Itzhak-Luriga Akademie. Denken wir uns jetzt natürlich aus in Rotterdam. Ich will damit nur sagen, dass das reines, perfektes Ivri ist. Das, was dann dazukommt, ist externe, sind Hinzufügungen, geistreich von der Vordersprache, wo ich noch einen Schritt weitergehe und wo auch dann Übersetzungen aus dem Langenscheid Hebräisch-Deutsch mit drin sind. Mhm. Das heißt, Chi alleine heißt Geschenk. Ja. Das Geschenk des Meeres ist dein Aussehen, dein Ansehen, dein Gesicht, deine Vorderseite. Du bist immer und das Geschenk, das du bekommst, ist, dass auf deiner Vorderseite das plötzlich auftaucht, was du ansiehst. Und da muss man jetzt wirklich dieses Pen für sich allein, da springen wir jetzt ganz kurz nochmal rein. Darum ist dieses Zastermal, das muss man nicht wissen, was das heißt, das ist Zastermal rot gelesen, ist es die Weisheit sein, da würde ich jetzt wieder S-A-I machen draus, oder blau gelesen ist es P, das Wissen, das ist das P-H-F, wird dann sowas, eine Facette, die mir ausblasen ist, pH, denk an Foto und Foto. Ja. Und es beginnt dann zu existieren. Das, was das ewige Sein ist, wird zu einer Existenz, die ist vergänglich und die ewige Weisheit wird zu einem Wissensmoment. Jeden Augenblick, jeder Augenblick, Beckenblick, AGM, hebraisiert, den du dir anschaust, ist ein Bild auf deiner Vorabrille, wenn du in dem Bereich einer sinnlichen Wahrnehmung bist. Okay? Und dieses ja. Ben heißt das dann mal Aspekt. Aspekt. Spekt, SB ist schon die Schöpfung einer raumzeitlichen Welle. Und das ist in einem Eck, das sind die zwei Seitenwellen, Berg und Wellendal. Eine Spiegelung. Und das passiert in einer Ecke. Stimmt oder stimmt? Weil das SB die Welle ist, die SB heißt aber, und da springe ich jetzt nochmal absichtlich, dass du wirklich merkst, wie perfekt das ist, wenn du, heißt polare Ecken. Ja. Und dieser Aspekt, die Yom-Endung im Hebräischen, damit nicht das nicht, da will ich jetzt nicht genauer drauf leihen, hier liegt begraben, das wird hier erklärt, ein Aspekt ist eine Ecke, ist ein Aspekt. Jede wissende Existenz ist nur ein ausgedachter Aspekt von dir selber. Wissende Existenzen sind jetzt zum Beispiel Menschen, wo du sagst, die wissen ja, wir Physiker wissen ja, ich Physiker weiß ja, das sind ausgedachte Aspekte von mir selber. Ja, ja. Kann ein Gedanke von mir was anders wissen, wie ich denke, dass er weiß? Nee. Kann ein Gedanke, den ich denke, anders sein, wie ich ihn denke? Das ist das, wo ich rumreite. Das sind die einfachen Worte. Ja. Wenn ich jetzt da ein He dahinter mache, wenn H bedeutet das Wenden, sagst du mal doppelt aufgespannt, hat ein Ende, das ist der Mittelpunkt. Sich wenden, umkehren, kreisen, denk an die Entropie. Inmitten des Wenden, Wenden, im Zentrum des Wendens. Diese Spiel schauen rein. Yeah. Das geht nicht so, sondern es geht so in den Phasen, wenn die sich aufbauen. Etwas erwartungsvoll anschauen und sich an jemanden doppelt aufgespannte Enden wenden. Aber rot gelesen heißt es dann ein Schlupfwinkel. Das heißt, der Logos, das logische Licht, das E-Quadrat von UB, hat immer Facetten und das sind Winkel. Ein Winken in einem gewissen Maß und Ecke. Gut? Ja. Jetzt ist es ja so, wir haben im Hebräischen die Mehrzahl der Plural ist die Yom-Endung. IM ist
männlicher Mehrzahl, Ott ist weibliche Mehrzahl. Müssen wir das in der Physik? Halt, wir wollen Pen, wir machen das Pen-I. Haben wir im letzten Selbstgespräch gehabt. Das heißt jetzt vor mir, das heißt mein Wissen der Existenz, das, was ich jetzt weiß, das Wissen, das ich jetzt existiert, J als Suffix heißt mein, vor mir wird es übersetzt. Meine Gesichter, mein Aussehen, mein Gesicht, GE-Quadratsicht, ich bin der Geist, J-C-H-I-C-H. Mhm. Und wird dann meistens hier, das ist die Vorderseite, und die Vorderseite ist nicht vor mir, weil wir ja transversal, zeitlos denken, das ist die Oberfläche. Kreisende Polarität, die erweckt wird auf dieser Fläche. Die Fläche ist unser Wasserspiegel, symbolisierend. Yeah. Okay? Und das yeah. Ganze ist Gag. 3,3 gelesen eine Welle, 33 gelesen Dach, ausgedacht, gegenüber mir. Es ist Gag in über mir ausgedacht. Das sind die Gedanken, die in mir auftauchen, im Hier und Jetzt. Und das M am Ende macht jetzt, das heißt ja Meer, das heißt praktisch ein Aspekt des Meeres. Ja. Das ist jetzt zum einen als Panim ausgesprochen, heißt es meine geistige Sicht, die Gesicht, und dasselbe Wort heißt auch innen, das Innere, das Innerste, weil alles, was ich im Geiste sehe, ist in mir drinnen. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Und das Ganze ist ein Sinn. Ein Sinus. Wenn ich aber die Zeit wegmache, wird der Sinus, den ich mir jetzt Berg-Dal nacheinander denke im Einheitskreis, ist der Berg und das Dal zusammengeschoben, weil es keine Zeit gibt, ist dann gleichzeitig da. Eigentlich die vier Seiten, die Phasen im Einheitskreis. Mhm. Das ist das Spiel. Das steckt da drin. Das ist Physik. Es ist reine göttliche Physik. Ja. Und jetzt diese Ich-Endung hinten hast, ist Plural deine Aspekte. Also wirklich übersetzt heißt es korrekt übersetzt eigentlich deine Aspekte. Mhm. Ich ist zuerst einmal einzeln gelesen, heißt es neben, bei, schlägt, schlug, erschlägt, trifft, verwundet, zerbohrt, bereitet eine Niederlage. Und hier ist das IK, jetzt rot, dein Intellekt. Und im klassischen Hebräisch hast du es deine, und das hast Aspekt, also deine Aspekte. Mhm. Und deine Aspekte sind eigentlich nichts, weil L hast jetzt erst einmal nichts, das L. Und diese Aspekte sind jetzt hüben drei und drüben drei miteinander verbunden, das ist das Wort Gag. Gog ausgesprochen in dem Fall, das war als O kreisend. Mhm. Und jetzt kommt das Wort Erde. Menschen und richte dein Angesicht, dein Inneres gegen Gog vom Lande Magog. Jetzt ist ganz, ganz interessant, wenn ich jetzt das schaue, das Lande vom Lande, da steht nicht das Land, La-Ende haben wir übrigens wieder auseinandergeschmissen, existierende Öffnung ist ein Auf- und Abschwingen, das Deutsche, sondern da steht Ares. Ares ist Erde. Wir wissen, wenn ich jetzt das deutsche Wort Erde heißt, erwecktes Wissen. Ackerland ist Eckerland, Ack immer E, A, E austauschbar ist Eck. In dem Eck wird etwas erweckt, nämlich eine auseinandergeschmissene existierende Öffnung, das heißt Auf- und Abschwingen. Mhm. Jetzt ist aber das Aleph wieder als Vorsilbe gewesen. Heißt der Ich werde? Er ran, er floh, der Alte war, das heißt Läufer. Das heißt, ich werde zu rennen, zu laufen beginnen. Mhm. Aber von wo nach hin läufst du, Geist, eigentlich, wenn du dich in Bewegung setzt? Wie oft muss ich das noch wiederholen? Immer das Spiel, wenn ich jetzt sage, schließ die Augen, jetzt denk dir, du bist in der Küche, gehst von der Küche ins Wohnzimmer, dann ins Schlafzimmer, dann gehst du aus der Wohnung raus, gehst in die Stadt, in den Supermarkt. Ich spreche Worte, und wenn du das mitgehst, jedes Wort macht ein anderes Bild in dir, im Hier und Jetzt, das aus dir selber kommt. Deine Vorstellungen sind in dir drin, es ist ein transversaler Wechsel von Bildern, und dann glaubst du, du läufst durch die Welt. Aufgrund deines erweckten Wissens, aufgrund der Erde. Aber das heißt, ich werde in Bewegung gesetzt. Gesetzt. Stimmt oder stimmt? Ja. Genauer kann ich es nicht machen. Drum heißt das Wort auch hier, der Läufer, der Kurier, dass das Bruchstücke sind. Beruch heißt wieder im Geist, beziehungsweise in den vier Weltgegenden. Mhm. Du lernst praktisch im Geist, imaginär, hin und her.
Die Bruchstücke des Läufers sind die einzelnen Bilder, die auf dem Bildschirm auftauchen. Das sind Bruchstücke. Jetzt kann ich mit unserem Tetraederspiegel machen, das sind die Blickwinkel, wo du mit deinem Chaser dir ausdenkst, wo du hinschießt. Du bist immer da, wo du dich hindenkst, aber genau genommen ist das, wo du dir jetzt ausdenkst, in dir drin. Das ist die Spiegelung. Du musst die Spiegelungen verstanden haben. Ja. Drum ist diese wahrgenommene Gestaltwerdung, aber wir können da übrigens dasselbe Spiel wieder machen. Das heißt, ich habe immer gesagt, ich habe jetzt das hier, das ist jetzt die Übersetzung von RZ, von rechts nach links lesen, von links nach rechts lesen. Ich habe doch gesagt, wir machen dann immer wieder die Kehrseite. Das heißt, jetzt eine Form geben. In dem Moment, wo du dich in Bewegung setzt, fängst du an, dir Formen zu geben, die sich aber in dich selber einschließen. Das ist das ist zur Formwerdung. Ja. Interessant, der Ben, die polare Existenz rückwärts gelesen ist, es fängt etwas an zu wachsen, zu sprechen, wenn der Schöpfer dann hier von rechts nach links in einer Hülle steckt, von links nach rechts gelesen, fängt er an, eine Uniform anzulegen, ein Amtskleid, eine Gewand, ein Gewand, das aufgrund seines Messen, Esse, Tun, Machen, Handels in ihm selbst entsteht. Ja. Wenn er dann zu erweckten Wissen wird, zur Erde wird, ich werde des Rats, beginnt er zwangsläufig zu laufen, halt so rum brauchen wir es zuerst, dann fängt er an, in sich selbst herumzulaufen als eine ausgedachte Figur, die letztendlich jeder Gedanke nur ein Bruchstück ist, ein kleines Bruchstück und alle zusammen gehen praktisch die Datei, den Film, der läuft. Mhm. Das dann wiederum, jedes dieser Bruchstücke wird jetzt eine Form, die du dir selber gießt, es wird deine Information, die fest wird für einen kleinen Moment praktisch statisch in dir auftaucht und dann sich wieder auflöst. Ja. Was ist da noch über, wenn du das Deutsche diese einseitige Auslegung machst? Jetzt kann man das natürlich noch Elberfelder, wir können uns dann die Kim James, schauen, wir können jetzt das ja noch um. Sun of Man, wir können das auch machen. Sun, mach da aus dem OAU, dann hast du die Sonne, ist der Mann, der Sohn. Mhm. Dann haben wir jetzt die Facetten, der Face. Agag, AG, der Schöpfergeist ist nicht existierend. Das ist Englisch. Mhm. Der Schöpfergeist ist ein nicht existierendes Bewusstsein, das immer ist. Ja. Merkst du, es funktioniert perfekt in allen Sprachen der Welt. Mhm. Wir ändern nur Perspektiven. Momentan hast du, ich würde mich schon freuen, wenn du die zwei Seiten verstehst. Stimmt. Was aber zwangsläufig erfordert, dass du die vier Seiten verstehst und dann die acht Seiten verstehst. Holophilien geht zumindest in der Erklärung bis zu 16 Seiten. Das gilt für alles. Egal was du denkst, hast du eine Perspektive von 16 Seiten, die gleichzeitig da sind. Wir können uns jetzt eine Wohnung denken, das ist ein Chat. Und da muss dir klar sein, rede ich von der Küche, rede ich vom Schlafzimmer, rede ich vom Wohnzimmer, rede ich vom Badezimmer, rede ich vom vom Klo, rede ich vom Kellergeschoss oder vom Dachgeschoss oder vom Kinderzimmer. Acht Seiten. Das ist eine Wohnung. Und genauso musst du das ist eine Kollektion. Du bist der normale Mensch mit seinem aufgeblasenen Ego. Du wirst irgendwann nochmal mitkriegen, wenn ich sage, das Wissen deiner Menschheit ist für mich UB, das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Aber ich bin in dir drin und ich schenke dir mein ganzes Wissen. Aber Tröpfchen für Tröpfchen. Milch habe ich dir gegeben. Was ist Milch? Haben wir jetzt viele Möglichkeiten. Wir können jetzt erst einmal das deutsche Wort Milch anschauen. Dann haben wir MI. Mi ist Wasser. Memming. In rhetorischen Fragen, wen, was, wem, wenn jemand, wer auch immer. Wessen, wie, wo. Ist ein Chat. Milch. Wo ist die Frische? Wer ist die Frische? Wer ist die Lebenskraft? Mhm. Du selbst. Du Geist. Ja. Lebendiger Geist. Wir können das natürlich auch im Hebräischen lesen, was interessant ist, beginnt das Wort mit Kol, das heißt, hast du mal das Weltliche. Milch gab ich dir zu trinken. Und das, was du von mir zu trinken bekommen hast, ist eine Gedankenwelle, das ist Polarität. Das ist das hebräische Wort für Milch. Drum, wenn du über den Jordan gehst,
Dann kommst du in das Land, wo Milch und Honig fließen. Das Milch ist das Weltliche, diese Frische, das ist die Welt, die Traumwelt in dir selber. Im Hintergrund hast du die 86 UBE Layom stehen. Der wird zwei Gestalt werden um 40-40. Der Jordan selber schreibt sich auf Hebräisch, steht da das Wort IRD. Intellektuell berechnete Öffnung. Das ist Jordan. Das heißt jetzt hinabsteigen, du gehst hinab in deine Traumwelt. Und die besteht aus doppelt aufgespannt AND. Auf- und Abschwingen. Schöpfungen existieren, der Öffnungen sind der Weg der Existenzen. Das ist Auswandern. Du gehst aus dem absoluten Zentrum heraus und denkst dir die Sachen über dir, unter dir, vor dir, irgendwo. Du verstreust es in dich und du musst jetzt wieder hinabsteigen, hinuntergehen in dein eigenes Zentrum. Ganz nebenbei, du wirst dann IRD jetzt als deutsche Radix, du wirst Ött-Isch. IRD hinabsteigen heißt zwangsläufig Isch werden. Ich ist das Hebräische, was haben wir so oft gehabt, für etwas Bestehendes, für etwas Existierendes. Eins machen wir noch. Und jetzt kommt jetzt hier, was es heißt, da gehen wir wieder zu Elbernfelder, den Fürsten von Rosch. Jetzt ist ganz wichtig, da steht als Fürst nicht, da steht der Fürst. Da steht als Fürst, steht normalerweise gibt es zwei. Also gibt mehrere. Ich sage immer, dieser Schor. Sar, Sar, wie man aussprechen. Das heißt zuerst einmal Anführer, Autoritätsperson, der Autor, sage ich immer wieder, das ist der Autor, der Autor, der sich eine Geschichte ausdenkt, das heißt der Zeichenerwecker, Oral 70 gelesen, du bist ein Zeichenerwecker. In dem Moment, wo du eine Zeitung liest, jetzt in dem Moment, wo du die Worte anschaust, sind es Zeichen und du erweckst diese Zeichen in Form von Vorstellungen in dir und das macht dein Programm. Und darum bist du der Befehlshaber, in dem fällt etwas. Du bist der, der die fehlenden Teile in dir besitzt. Du bist ein Befehlshaber. Du meinst das mit dem, was du dir ausdenkst, was in dir ja angeblich fällt, wenn du dir es ausdenkst, obwohl das aus dir gar nicht herausgeht. Merkst du, wie die Worte mit Deus Ivri plötzlich ganz anders waren? Und das ist der First. Dieser First. Jetzt müsste ich einmal ganz kurz schauen. Das mache ich jetzt für mich, weil ich das jetzt momentan. Das kommt nämlich von dem Wort Frau. Was gleich meinen, ob das hier erwähnt wird, weil das, diese Etymologie, das ist das etymologische Wörterbuch vom Pfeiffer. Es gibt ja noch andere etymologische Wörterbücher. Wenn du zum Beispiel den großen Glucke nimmst und so weiter und so fort, wirst du feststellen, da wird erwähnt, dass das Wort Fürst von Frau kommt. Das wird hier zum Beispiel nicht erwähnt. Ich habe da so oft darauf angesprochen, wenn ich sage, das bedeutet etymologisch dieses oder jenes. Ich weiß, in einem Monat kommt eine Nein, ich habe jetzt das nachgeschaut und das stimmt nicht. Dann habe ich gesagt, was für ein Wörterbuch hast du denn? Und dann sagt sie, das etymologische Wörterbuch vom Duden Verlag. Und dann, dann schlägst du das einmal auf und da ist hinten ein Impressum und in dem Impressum ist drinnen eine ganze Latnei, eigentlich eine ganze Seite oder Überseite. Hab's noch mal im Kopf, müsste ich jetzt nachschauen, nicht des Merkens, nicht würdig, nicht wichtig, von Wörterbüchern, von älteren Wörterbüchern, auf denen dieses kleine Duden-Wörterbuch-Etymologie aufbaut. Der Duden sind nur Auszüge von Auszüge von Auszügen. Dieses Wörterbuch vom Pfeiffer sind nur Auszüge von Auszügen von Auszügen. Du wirst feststellen, wenn du in den großen Kluge reingehst, sieht es wieder ganz anders aus. Und wenn du jetzt ins alte Grimm reingehst, wo dann die alten mittelalterlichen Sprachen mit berücksichtigt werden, sieht es wieder anders aus. Es geht hier nicht um Filwisserei, mir geht es darum, was bist du selbst, okay? Ja. Und ich muss jetzt ganz kurz zu dem First zurück, das ist der First. Wir haben aber hier, haben wir nicht das Wort Shinresh stehen. Das ist Minister, der Mini-SDR, das Mini-Geheimnis, ein Minis-Versteckter. Sondern da steht für First, steht diese Radix, Firstführer, der Erhabene. Präsident, dasselbe Wort heißt auch Wolken, Dunst und Nebel. Ja. Und interessant ist, wenn du das anschaust, da muss ich noch dazu sagen, das Aleph ist, die Schrift selber hier ist das Aleph hier, weist normalerweise darauf hin, dass das mehr chaldäisch ist. Das gibt es also, das End-Aleph gibt es im Hebräischen eigentlich gar nicht, da kann man immer He draus machen. Das ist Nasch, wir schauen mal, was das Nasch ist.
Das ist ein weiblicher Fast. Die Naschi sind nämlich die Frauen. Weiblich, fraulich. Und Frau sind Schulöffnungen. Denke mal an den Fragebogen. Das heißt, was hier jetzt als First übersetzt wird, das heißt zwar First, aber das sind, die Firsten sind die logischen Systeme. Wir wissen ja, welchen logischen System hängst du an? Welchen Glauben hängst du an? Welcher Beschwörungskunst? Was beschwörst du? Drum ist dieses Naschi, diese Firsten sind nicht der Shinar, nicht der Logoskopf, sondern das sind Naschi. Die existierende Logik des Intellekts ist der Schöpfer. Und zwar ist es der Schöpfer dieses ausgedachten Kopfes, der Kopf. Das ist die Fürsten vom ausgedachten Kopf. Bist du dabei? Ja. Und jetzt kommt Meshek vom ausgedachten Kopf, aus dem du dir was heraus, das ist die Aussaat, der Besitz. Es zog sich in die Länge, was du in deinem Kopf hast, hier unten. Es zog sich in die Länge, zieht sich in die Länge. Du fängst an, chronologisch zu denken, was du aus dir herausziehst. M-Shin alleine, das Hebräisch, etwas neugierig machen, heißt durchsuchen. Durchsuchen. Dur heißt die Generation in einer Kollektion. Du durchsuchst dein Durchsuchen, du durchsuchst, das ist Datei, das machen wir. Wo hast du es her, wenn du ins Internet gehst? Du durchsuchst das Internet, indem du einzelne Seiten aus dir herausholst. Achte auf meine Betonung, indem du einzelne, Zell heißt Schatten, indem du einzelne Seiten aus dir herausholst. Das heißt eigentlich auch dein Durchsuchen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das gespiegelt und dann hast du nämlich Scham. Dort, dein Name, dein Wort. Das habe ich jetzt nur wieder mit der Vorsilbe, Endsilbe, die Hauptrotix benutzt. Und jetzt haben wir die Dubal. Das ist der Dubal-Kain, nennt sich der. Die Geschichte von Dubal und Kain. Der Dubal-Kain in der Bibel ist die Welt der Perversion. Perversio heißt herumdrehen. Ja. Perversion ist nur, pervers ist nur ein anderes Wort für verkehrt. Das passiert in den Kopf dieser weiblichen Fürsten, weil du alles verkehrst, alles umdrehst und immer nur eine Seite davon anschaust. Ja. Und du fängst an zu verwelken. Wieso ist da das Verwelken mit drin? Das Dubal und so weiter, jetzt muss ich aber nochmal, jetzt lasse ich es gut sein. Holger, das ist das Spiel. Jetzt betone ich den Holger so, weil ich rede nicht mit dem Holger, ich rede mit dem, der mich jetzt ausdenkt. Ja, der Holger kann nichts hören. Ein Gedanke kann nichts hören, die Ohren können zu viel hören, sagt Udo immer wieder ganz einfache Sätze. Jetzt ausgedachte Ohren hören so viel wie ausgedachte Mikrofone. Jetzt ausgedachte Augen können so viel sehen wie eine Kamera. Jetzt ein jetzt ausgedachtes Gehirn kann so viel empfinden und wissen, wie ein Computerchip. Chip heißt übrigens, Chi heißt Leben und GB heißt lebendiges Wissen. Aber Leben heißt nicht, wenn was lebendig, Leben, eine auseinandergeschmissene Existenz, dass das, was existiert, das Leben erlebt. Erleben tut es der, der in der absoluten Ruhe, aus dem das entspringt. Das ist der träumende Geist. Genau das ist es, ja. Darum sage ich jetzt Udo immer wieder, wir gehen jetzt zuerst einmal die eine Seite, die Menschen, die Trockennasen, auf die du dir ausdenkst, vollkommen am Arsch vorbei. Was bei mir am allermeisten am Arsch vorbeigeht, das ist der Udo. Das ist die Freiheit, die ich habe. Jetzt haben wir aber die andere Seite, dass mir die extrem am Herzen liegen. Ich wäre auf der Stelle bereit, für dich zu sterben. Jetzt habe ich ganz bewusst den gemeint, der vom Computer sitzt. Was eigentlich keinen Sinn macht, sich mit einem Gedanken von mir zu unterhalten, aber versteh diese Metaphorik. Wenn es dir was bringen würde, weil ich keine Angst habe vom Sterben. Es würde dir aber nichts bringen, du musst selber mal diesen Schritt wagen. Und das Schöne ist, du musst ja gar nicht selber sterben, wenn du weißt, wer du bist, weil nichts kann nicht vernichtet werden. Du musst nicht einmal deinen Körper vernichten, was du ständig machst, wenn du nicht an den Körper denkst, mit dem du denkst. Bis dato. Ein jetzt ausgedachtes Leben, jetzt denken wir uns jetzt nur das Wort Leben Vergangenheit, mit dem du dich verwechselt hast.
Dieser einfache Satz, du bist immer, El Hayom, du bist ich. Und jeder Gedanke, der in dir auftaucht, jeder Blickwinkel auf der Verabredung ist ein kleiner Spritz, ist eine Facette von dem Immersein. Und du hast dich ein Leben lang mit einem ganz speziellen, mit einer ganz speziellen Gedankenwelle verwechselt, die sich übrigens auch bei jedem Mal Denken verändert hat. Ja. Und dann taucht mit der Welle auf und du hast eine panische Angst vor dem Gedanken. Ja. Wie kann ein Denker Angst haben von einem Gedanken, den er selber aufwirft? Es ist doch die absolute Unbewusstheit. Ja, ja. Aber das Absolute ist nicht unbewusst. Unbewusst und bewusst ist nämlich auch wieder zwei Seiten. Da ist das Bewusste, ist das, was du siehst, und das UN, das aufgespannte Bewusste, ist das ausgedachte Bewusstsein. Aber ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Ein ausgedachter Körper, eine Facette, die du denkst, ist nicht der neue Körper. Der neue Körper ist deine Traumwelt. Zu dem gehört jeder Gedanke, den du denkst. So wie alle Wellen, die du denkst, zu dem Meer gehören, das diese Wellen aufwirft. Zu dem, der immer ist. Ja. Und da kriegst du dann irgendwie das alles, was diese einfachen Sätze von mir, alias Christus, rot gestehen. Und ich sage, ich bin du. Das, was du dem Nächsten tust, tust du dir selbst. Ich. Es sind Selbstgespräche. JCH erzählt ist ICH rot. Immer diese Stufung, wir sind schon eins. JCH ist vom Bücherregal alles rot geschrieben. Er ist alle Bewusstsein. Und das ICH ist eine Facette von ihm, die jetzt Verbindung mit einem blauen Ich, mit einem speziellen Programm, ein ganz eigenes, ständiges Leben durchlebt. Und in jedem Leben lernst du was anderes. In jedem Lebensabschnitt lernst du auch was anderes. Ich sage, wenn wir beim Säugling beginnen, dann lernst du zuerst einmal nicht mehr in die Hosen zu scheißen. Was übrigens interessant ist, ich habe das so oft gesagt, der Säugling liegt erst einmal nur da, in der Regel in der Rückenlage. Das Erste, was er selber macht, ist von der Rückenlage in die Bauchlage. Er lernt als allererstes das Umdrehen. Dann fängt er zum Krabbeln an, das ist chronologisches Denken, und dann fängt er an, sich aufzurichten. Wenn er dann so wackelt, weil er die Balance noch nicht halten kann. Du merkst, es ist immer wieder Bild in Bild wie in einem Hologramm, wenn ich sage, jede Kleinigkeit, die du aus einem Hologramm heraus, beinhaltet eigentlich wieder die ganze Metapher. Und ganz präzise wird es dann, wenn wir in die Welt der Physikbücher und der Chemie gehen. Ich sage nur H2O. Dazu brauchst du dann natürlich den EUBAG, was ich immer wieder diese ganzen Filme spiele, dass dort dann die Elektrizität, dass da die ganzen Formen schon alles drinsteckt. Da gibt es keine Zufälle, da ist nichts zufällig entstanden. Also hör auf, an irgendwas rumzunageln oder vor irgendwas Angst zu haben. Und wer zu Liebe, und das ist mit den Personen, wo ich sage, die Personen lieben, alles lieben, nicht lieben, selbst da kann ich die Liebe in den 16 Seiten dir zeigen. Helfe, wo du helfen kannst, und du wirst merken, dass das eine viel größere Befriedigung ist. Aber hüte dich vor Altruismus. Der hat nämlich auch zwei Seiten. Ja, genau. Du weißt, wie oft ich immer wieder sage, wenn Spenden, wenn eine losmassieren und spenden. Du musst wissen, dass du dir helfen musst, dir selbst, dir Geist, innerhalb der Facetten. Alles mit Warum Maßen. Magst du das, was du magst? Weil du Kaufmannsdenken hast? Ich sage, ich behaupte jetzt die Menschen, die ich mir ausdenke, und immer voll bewusst, die müssen so sein, wie sie von mir in der Geschichte erschaffen werden. Die jetzt helfen wollen, indem sie Geld spenden für irgendwelche hungernde Näherkinder, die übrigens gar nicht existieren, wenn du dir die nicht ausdenkst und die in der Regel du noch nie gesehen hast. Ich mache einen kleinen Abschluss, was Vergangenheit anbelangt, und zwar springe ich jetzt bewusst ausgedacht in das letzte Blindfeld-Treffen. Das kannst du nochmal nachlesen, da ist auch dieses Cinema Paradiso, glaube ich, ist der Name hier, wo die Petra-Robert-Geschichte mit drin ist. Ja. Wenn du jetzt hier Selbstgespräche dir anhörst, wenn du relativ neu bist, musst du reinfahren, glaube ich, Cinema Paradiso 220 Vortrag. Das ist eine Playlist, wobei die letzten zwei Einspieler die wichtigen sind, wo ich dann den eigentlichen Vortrag halte, und vorher sitzt mir ja nur außen und ich werde gefilmt.
Ich rede jetzt ganz normal raumzeitlich. Und da ist das erste Mal hier der Riad da gewesen. Das ist ein Syrer. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau drauf ist. Sehr interessant. Arbeitet als bei einer Computerfirma in Deutschland, ist ein Flüchtling. Intellektuell merkst du, hat Softwareentwicklung gehabt. Jubilee Beckert, glaube ich, hast du gesagt, ne? Ja. Und das Erste, was ich hier zu dem Riad sage, pass auf, Riad, sag ich, du hast jetzt eine ganz persönliche Vergangenheit. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum und aufgrund deines Schrammenheits denkst du dir jetzt dein Lebensbuch, bist du jetzt so und so alt und nur du kannst in deinem Lebensbuch in deinen eigenen zurückblättern. Du denkst jetzt eine gewisse Vergangenheit aus über dein Syrien. Und ich sage, ich will nicht wissen, als Udo, welche Vergangenheit du ausdenkst. Ich sage dir bloß Folgendes. Auch hier gibt es erst einmal zwei Möglichkeiten. Ich kenne einen Arzt, der ist auch Flüchtling aus Syrien. Das war jetzt, Syrien ist ja nicht mehr, jetzt haben wir ja Corona. Das, was Syrien-Krise war, ist ja komplett weg. AIDS ist ja nicht mehr, wir haben ja jetzt das. Das ist immer, was die Massenmedien aufpushen, wo du resonierst. Das erhältst du am Leben, bist dir gleichgültig, warte, und dann kriegst du was Neues, was dich aufwühlt. Aufwühlen heißt fühlen. Du bist der Einzige, der das fühlt, du Geist. Auf jeden Fall, du kannst jetzt, du hast eine Vergangenheit und du glaubst zu wissen, was in Syrien los ist. Das macht dein Programm, weil du nur zu sehen bekommst, du bist der Computer, was dein Programm für Bilder aufschmeißt. Das ist dein jetziges erlebtes Leben in einer Form von Personifizierung. Ich kenne ein anderes Programm, der ist auch in Syrien groß geworden, das ist ein Arzt. Der ist auch aus Syrien geflogen, aus einem ganz anderen Grund. Er erklärt mir zum Beispiel, dass das die totale Harmonie war, dass übrigens das einzige muslimische Land, das eigentlich muslimisch-syrien-christlich ist, dass in Syrien, in seiner Welt, eine totale Harmonie war zwischen den Moslems und den Christen. Das findest du nirgends anders, weil in Hardcore-Muslim-Ländern werden die Christen bekämpft. Da darfst du nicht einmal sagen, dass du ein Christ bist. Das ist wie Juden in Deutschland. In seinem Syrien, sagte er, wir haben Feste miteinander gefeiert. Da sind die Menschen in die Synagogen gegangen und die anderen sind in ihre Kirchen gegangen. Es ist ungefähr so, wie bei mir jetzt hier in Weißenburg, da gehen welche in die katholische Kirche und welche gehen in die evangelische Kirche. Da ist aber... In dem normalen Leben war da überhaupt kein Unterschied. Bis dann losgegangen ist, dass Aufrührer angefangen haben, extreme Moslems hier das Ganze aufzubuschen. Und darum ist er geflüchtet. Für den ist die Familie Assad Heilige gewesen. Ich kann dir Libyen sagen, wenn du Libyen, nicht wirklich die Geschichte von Libyen, es hat kein Land der Welt gegeben, das so sozial war gegenüber seinen Bürgern, was Versorgung, was Krankenversorgung und so weiter wie in Libyen. Libyen war, dieser Gaddafi war kein Satan, wieder die zwei Seiten, den die Massenmedien vorstellen. Er war für die Masse der Libyer, war das ein Heiliger. Bis dann immer, es gibt immer Opposition, denen das nicht passt. Und das ist dann über Amerika in einem hämischen, ich kann mich hier die Clinton in einem Interview jetzt denken, wo sie ganz hämisch, dass sie die zusammengebombt haben. Also unendlich erbärmlich. Musst du nur hersuchen, dann findest du das. Wir werden dann auch, es gibt 16 Seiten. Ich wollte es nur ansprechen. Es ist wie mit rechts, links. Für dich wird es logisch erscheinen, was dir logisch erscheint. Und ich habe zum Ria gesagt, mich interessiert deine ganz persönliche Vergangenheit überhaupt nicht, weil du konntest die genauso wenig raussuchen, die eine Seite, wie hier mein anderer Bekannter, der Arzt, die andere Seite kennt. Mich interessiert das, was jetzt ist, und es sollte interessieren, was du jetzt erst einmal selbst bist. Ja. Du bist ein träumender Geist. Und du darfst jetzt nicht ja sagen, du musst jetzt lächeln und sagen, da bin ich natürlich auch nicht, weil ein träumender Geist ist was Ausgedachtes. Ich bin der jetzt ganz bewusst zu sich sagt, ich bin kein sterbliches Säugetier, sondern ein träumender Geist. Ich bin der sich das ausdenkt. Du bist der bisher gedacht hat, dass du ein sterbliches Säugetier bist. Und du tauscht jetzt das einfach aus, dass du ein träumender Geist bist. Solange du das Programm eines sterblichen Säugetieres in dir laufen hast, denkst du in dem Moment, wo du an dich denkst, an den aktuellen Körper. Das kannst du jetzt sofort ausprobieren. Du hast noch das Programm eines sterblichen Säugetiers drin. Ja. Denkst an den, der vom Computer sitzt. In dem Moment, wo wir das höhere Programm haben, dass du sagst, ich bin ein träumender Geist, denkst du nicht mehr an irgendeinen Körper, sondern an ein Kopfkino, wo ständig wechselnde Bilder drin sind. Ja. Und jetzt wird dein Körper nicht irgendeiner dieser Gedanken, sondern dieser ständige Wechsel, das ist jetzt dein Körper.
Du wirst so ein Odo, C-Odo. Bist aber selber aus der Sternenmitte. Dann wirst du selber dann, wenn du an dich denkst, ist der Körper, den du nach wie vor dann als Avatar hast, wird nur eine Facette von vielen Facetten, die dir genauso gleichgültig ist wie anderen Facetten, weil jeder Gedanke, den du denkst, wird mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört, wird ausgetauscht. Ja, ja. Was eigentlich zerstört wird, ist nicht der Gedanke, der sich auflöst, sondern ZR, ZR, die Geburt einer Berechnung, ist der Gedanke, der auftaucht. In dem Moment, wo du jetzt einen Gedanken denkst, also, ja, jetzt und du denkst den nächsten Gedanken, zerstört der neue Gedanke. Er wird zur Geburt einer neuen Berechnung, weil du niemals die Auflösung von was siehst. Du kannst das Vergehen nicht beobachten. Es ist ganz interessant, es wird dir nie gelingen, solange du an was denkst, ist es nämlich da, aber du kannst jetzt, das passiert ja lichtgeschwind, an was Neues denken. Genau. Und sobald das Neue dann da ist, wirst du dir eine Vergangenheit denken, wo du sagst, es hat sich ja aufgelöst. Was aber gar nicht stimmt, weil in dem Moment, wo du das denkst, existiert es ja wieder. Unsere zwei Seiten, um etwas zu verneinen, musst du dir das denken, was du behauptest, dass es das nicht gibt. Das gilt für alles, ob du an Gott denkst. Gott existiert nicht. So stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Existiere heißt heraustreten aus. Es ist, du kannst dir Sachen ausdenken und die verneinen. Aber diese Verneinung bezieht sich auf etwas, was existiert. Ja, in dem Moment. Ja, genau. Das ist so unendlich tief, wenn du sagst, ja, das ist philosophische Hirnwichserei. Nein, das ist keine Hirnwichserei. Hirnwichserei ist das, was deine Logik macht. Das ist vollkommen geistloses Erkennen, was sich in einem selbst abspielt und wie das funktioniert. Und damit kriegst du immer mehr das Gefühl, dass du niemals in der Vergangenheit was erlebt hast und niemals in der Zukunft was passieren wird. Das, was passiert, passiert jetzt. Ja. Es ist immer nur jetzt präsent, in dem Moment, wo es zu existieren beginnt. Und wird mit dem nächsten Gedanken ausgetauscht, was an dem heiligen Ganzen, an der absoluten Eins nichts verändert. Das Universum bleibt immer das Universum, bloß das in Eins gekehrte. Es kann erst was in mich eintauchen, wenn ich es mir vorher ausdenke. Ja. Also, es gibt kein Ausatmen ohne Einatmen. Es gibt keinen Berg ohne Dorn. Und es kommt auch nicht nacheinander. Es ist jetzt dieses Zusammenschieben, eigentlich das Drehen um 90 Grad. Was immer wieder sage, auch in der Physik wird das so schön dargestellt, dann gerade in der Lorentz-Transformation. Es gibt in deiner Welt keine, die das wissen, weil die alle nachäffen. Das ist die letzten Selbstgespräche, habe ich das so vor Augen gebracht. Es sind Figuren, Menschen, die in dir auftauchen, sind Rezitiermaschinen. Ich verfüge über das Bewusstsein und ich denke mir jetzt ganz bewusst als Brösel Udo. Wenn ich jetzt als Brösel und der Brösel mich irgendjemand nur zuhöre, wenn der diese Figur den Mund aufmacht, ich sag dir genau, welches Programm in ihn läuft. Ich sag dir, was er gelesen hat, was er nachäfft. Es ist nichts, nahezu nichts von ihm selbst. Es ist ein reines Rezitieren. Ausnahme, die Regel bestätigen, sind jetzt zum Beispiel Dichter, die ganz definitiv sagen, ich wusste das vorher nicht. Oder Erfinder, wenn ich jetzt den Udo nehme, der hier diese neue Physik entdeckt mit den damals, wie ich noch gearbeitet habe, mit meinen Stereonlong, wo ich entdecke, dass die eigentlichen Physik in den Physikbüchern, ich kann jetzt nicht einmal sagen, nicht stimmen, dass die extrem fehlerhaft sind und falsch interpretiert und ausgelegt werden, dass es eigentlich um was ganz was anderes geht. Ich immer sage, diese Einfälle, die ich hatte, ohne Stimmen zu hören oder den ganzen mystischen Zeug, es ist mir einfach anfangen, versuch doch das an. Weg. Standbild und abgehackte Worte. Das kommt. Gleich einmal 1,45. Das sieht doch.